Und? Wie steht's? Die spielen mit Grütze zusammen. Exakt 23 Jahren. Am 8. Juli 1986 wurde in diesem Feld die 11-jährige Pia vergewaltigt und ermordet. Ein Junge hat damals einen roten Kleinwagen. Aber der Täter wurde nie gefasst. An derselben Stelle fand die Polizei heute Morgen ein Mädchenfahrrad und eine Sporttasche. Die Blutspuren am Fundort deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Auf verblüffende Weise stimmen die Indizien mit dem alten Fall überein. Auch damals gab es zunächst kein Opfer. Erst Wochen nach der Tat wurde die Leiche des Mädchens in einem See gefunden. Der Täter konnte bis heute nicht gefasst werden. Trotzdem geht die Polizei im Moment noch von einem vermissten Fall aus. Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihre nächste Polizeistation. Ich brauche was zu trinken.